Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved Minecraft. Ja, ich habe mich kurz verduftet, habe den Backpack genommen und die Sachen hier reingetan. Nicht ausgelagert natürlich, nur damit wir ein bisschen weitermachen können. Wenn ihr es wissen wollt, ich habe mich kurz falsch teleportiert. Ich habe zu Villa teleportiert, bin aber in der falschen Dimension, bin dann zum Spawnpunkt gegangen, zum blauen, raus aus dem Portal kurz, den Rucksack geholt, rein wieder ins Portal und dann bin ich wieder hierhin vom oberen Portal, also zum unteren Portal. So, oh, jetzt können wir da auch ein bisschen Sachen mitnehmen. So. Schön. Gut. Jetzt müssen wir schauen. Da drüben haben wir. Müssen wir von unten nehmen. Hä? Ja. Dann gehen wir runter. Ah, noch kurz das. Schwierigkeits. Hey, ich glaube, ich bin ein bisschen alt. So, ja, Goblin spawnt nur ein bisschen. Ah, das sind das? Rotkäppchen. Die Rotkäppchen. Monster spawnen, Rotkäppchen. Ein bisschen weniger spawnen, hä? Gut, das ist doch mal nett gemacht, oder? So, wir brauchen ein bisschen Hochbaumaterial. Müssen wir schauen, dass wir nicht allzu viel Haltbarkeit verlieren lassen. So, oh, eine Kiste. Cool, Verwandlungspulver, Erzmagnet. Wenn das Erzmagnet Haltbarkeit hat. Ich glaube schon. Können wir es nicht allzu viel ausnutzen, aber ist doch mal nett. Wenn wir das irgendwie. Und wie geht das? Nur gegen unten. Schade. Falsches. Ja, schaut, es hat viel Haltbarkeit. Ist nicht so gut. Verloren. So, schön. Habt ihr auch? Ja, ist gut. Ihr seid auch sehr schön. Hier hinten. Gut. Gold. Ah. So. Wow. Okay. Nix, hä? Da ist eine Kiste. Uncrafting Table ist sehr gut. Wer irgendwo ist ein Creeper? So. Schön, schön. Gut, hier geht's raus. Noch eine Truhe. Ich glaube, Creeper können hier gar nicht spawnen, zum guten Glück.
Noch mehr Truhen. Das ist ja mal lohnenswert. Heftigst. Wusste ich gar nicht. Krass. Das, was wir nicht brauchen, hier rein. So. Gut, dann haben wir das eigentlich soweit erkundet. Wir werden es natürlich noch weiter erkunden. Aber, ja, dann, das ist einfach besser als abbaubar ist und so. Okay. Gehen wir hier raus, gell? Schauen uns hier noch kurz um. Was ist eigentlich Bann? Ist das für Zombies oder für Endermänner und so? Oder für beides? Ich bin gar nicht mehr so sicher. Ich habe das gar nie benutzt. Also PvP-Spieler werden das wahrscheinlich eher kennen. Also Survival, also so, ja, wenn man gegen Zombies bekämpfen muss und so weiter. Nun gut, gehen wir noch ein bisschen weit in diese Richtung. Wir können ja sonst zurückporten. In solchen großen Arealen ist es sowieso ein bisschen besser in einem Let's Play, wenn man sich einfach ein bisschen portet. Das ist alles viel zu langweilig. Noch ein paar von denen mitnehmen. Es hat doch Style, wenn man die so ein bisschen in der Villa aufstellt. Wenn es sich passt. Also wenn es passend ist, natürlich. Ja gut, da haben wir noch einen Lapis Lazuli Block. Aha. Für was sind diese Obelisken? Keine Feder, nix. Noch eine. Noch ein solcher Dungeon-Hügel. Ja, wunderbar, oder? Wunderbar. Schauen wir noch kurz hier rein. Ein großes Loch. Und immer andere Blöcke. Da hat es jetzt zum Beispiel diese schwarzen. Schwarzes Granit. Dann gehen wir hier rein. Hm? Schauen mal, was wir hier noch haben. Ob sie überhaupt so ein Ding ist, aber ich denke schon. Ach Gottchen. Gib mir ein paar Fackeln. Hopp, hopp, hopp. Und das Let's Play wird eventuell hoffentlich auch ein bisschen erfolgreicher durch das durch den Server. Okay, es ist ein bisschen zu auffällig.
Ruhig. Karotten brauchen wir nicht, haben wir schon, denke ich. Danke, sehr nett. Hey, erwischt mich nicht immer. Okay, ist zu gefährlich. Es ist zu gefährlich, habe ich gesagt. Nein, es ist zu gefährlich. Gott, Gott. Ja, toll. Also nerviger geht's gerade nicht, oder? Ich glaube, das schreckt irgendwie die Skelette ab, oder? Ja. Heil dich mal. Ab 35 Leben, also 36 Level, das ist schon cool. Danke. Aber wo ist der andere? Wo ist das Opfer? Da ist das Opfer. Guten Tag, Omas. Wie geht's denn Oma so? Hallo, kleines Oma. Ja. Okay. Prima. Was haben wir denn hier noch? Das möchte ich gerne mitnehmen, das sind irgendwie so... Rüstungsding, Platten. Lebenswurzel, aber es gibt irgendwas für zum Rüstung machen. Oh, schön, danke. Gut. Nett. Ja, gehen wir auch wieder raus, hä? Sagen wir tschüss. Können wir mal zu einem Dorf und die ein bisschen bezahlen. Ein paar Sachen holen. Damit sie mehr zum Ausrüsten, zum Handeln haben. Gut. Hier ist es, genau. Dann gehen wir raus. Und ich denke, ja, wir gehen zurück, oder? Genug entdeckt. Machen wir hier auch mal ein. Genau hier. Jetzt Hügel. 2. Ich weiß nicht, wie die heißen, die Hügel. Da haben wir einfach Erzhügel, weil es Erze drin hat. Und Küsten. Gut, ja. Wir haben volles Inventar. Kann nicht mehr viel mitnehmen. Gut, vielleicht finden wir dann im nächsten Twilight Forest Erkundungspart oder zwei Parts oder so mehr Sachen. Aber ja, jetzt irgendwie so zurückzulaufen hat keinen Sinn und macht das Let's Play nur ein bisschen langweiliger. Muss ich halt mit Cheaten leben, auch wenn ich ein Anti-Cheater bin. Bin ich ein Cheater beim Let's Play, weil es mir einfach zu langweilig ist. Es ist zu langweilig.
Jo, schnell zurück. Ja, ohne Cheats wären wir wahrscheinlich noch ganz am Anfang. So, da. Jetzt haben wir neue Kisten, die wir machen müssen, also hinstellen müssen, weil wir neue Sachen haben. Okay. So, ab, hopp, hopp, hopp. Ich muss mal die Erze schon mal rein tun. Gut. Die da. Ja. Okay. Machen wir mal die Blöcke so. Dann können wir hier noch die Leiten rein tun. Ja, so. Nochmal das hier unten hin. Ja, das sind die, die ich dann brauche zum Bäume machen. Das sind nicht die Früchte, die ich dann essen will. Also, wir machen ein Twilight Forest Kiste. Forest ist extra dunkel. Das muss doch im Dunkeln sein. So. Dann Leiter rausnehmen. Ja, das sind Sachen, genau. Okay. Nagelstein ist auch eine Sache. Zweiteichenholz. Sachen haben Sachen, die machen Sachen, die Truhen Sachen von Sachen. Twilight Forest machen Sachen. Gut. So. Der Rest ist vom Stein. Ja, müssen wir einfach mal Sachen reintun. Zwar da hat die Leitern wollte ich hier reintun. Ja gut. So. Ja. Also vor allem mal Blöcke. Ja, gut. Machen wir die mal hier. Ah, geht gar nicht. So. Gottchen, ist das viel Zeug. Machen wir mal Feuer hier raus. Was ist das mit dem Feuer? Was soll Feuer Zeugs? Ja, Haben wir Licht hier. Da haben wir ein paar. Nehmen wir die mit. Haben wir keine, hä? Ja. Apfel rausnehmen. Karotten rein. Persimone rausnehmen. Naja, okay, Persimone rein lassen. Gut. Da hat's auch Karotten. So. Ja, dann machen wir. Dann doch lieber die beiden Setzlingen. Ja, zwar. Also hier mal die Blumen rein. Ja, ich muss.
mal einen Unterbruch machen. So, bis gleich.